Mein heutiger Gast auf ein Glückscafé mit ist Professor Dr. Alexander Lorz. Professor Dr. Lorz ist hessischer Kultusminister, verheiratet und Familienvater. Herzlich willkommen, Professor Dr. Alexander Lorz. Herr Professor Dr. Lorz, Tee oder Kaffee? Normalerweise Kaffee. In seltenen Fällen auch mal Tee, aber normalerweise bleibe ich beim Kaffee. Mhm. Was verbindet Sie mit Wiesbaden und der Region? Wiesbaden ist meine Heimatstadt. Mhm. Ich lebe jetzt seit meinem 9. Lebensjahr. Ich bin zwar zwischenzeitlich immer wieder auch an ganz anderen Orten gewesen, aber irgendwie hat es mich immer wieder in die Stadt zurückgezogen. Mhm. Und ich verbinde damit meine ganzen Kindheitserinnerungen. Also ja, es ist einfach die Heimat. Mhm. Und was bedeutet für Sie Glück? Einmal persönliches Glück und einmal berufliches Glück? Also im persönlichen Bereich, klar ist Glück, wenn es den mir nahestehenden Menschen gut geht, mhm. Also meiner Familie, meinen Kindern, mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und im beruflichen Bereich, immer wenn man das Gefühl hat, man hat die Welt an einem Tag ein kleines Stückchen besser machen können. Mhm. Ja, Sie sind hessischer Kultusminister und jetzt auch die Wahlen stehen ja direkt davor. Haben Sie da irgendeinen Impuls? Ja gut, das ist natürlich eine sehr profane oder wird ein sehr profanes Glücksgefühl sein, wenn wir am Abend des 28. Oktober ein möglichst gutes Ergebnis für die CDU haben. Mhm. Das ist bei einem Politiker 10 Wochen vor der Wahl natürlich ein ganz unvermeidliches Gefühl. Ja. Werden Sie denn, wenn Sie gerade so jetzt die nächsten Wochen, ist ja enorme Belastung auch an Terminen, was ist da so Ihr Impuls, woraus schöpfen Sie Kraft? Also natürlich vor allem auch aus dem Zuspruch, den man erfährt, mhm. Auch durchaus in der Auseinandersetzung, wie sie der Politik ja eigen ist. Ja. Und klar, zu Hause, ich sag mal, aus einer Umarmung mit meinen Lieben. Mhm. Wunderbar. Haben Sie denn vielleicht einen Impuls? Sie sind ja eben auch viel mit Schulen und mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen in Berührung. Für den Wiesbadener Glückstag, um Jugendliche auf den Weg in die Erwachsenenwelt stark zu machen. Sie wissen ja, ich bin ja die Initiatorin der ersten Glückswerkstatt in Hessen. Und es ist auch richtig und wichtig so, es muss nicht alles ein Schulfach werden. Aber gerade Jugendliche auf dem Weg in die Erwachsenenwelt stark zu machen mit Impulsen, was wäre da Ihre kraftgebende Botschaft für die jungen Menschen? Also ich habe eigentlich einen Satz, den ich mich auch immer wieder gehalten habe. Und ich glaube, der ist gerade auf dem Weg ins Erwachsenwerden ganz wichtig. Mhm. Es ist kein Unglück, wenn man hinfällt. Mhm. Man darf nur nicht liegen bleiben. Mhm. Und da es unvermeidlich ist, dass man auf dem Weg ins Erwachsenendasein das ein oder andere Mal auch strauchelt und hinfällt, ist, glaube ich, wirklich wichtig, sich klar zu machen, das passiert jedem, das gehört zum Leben. Mhm. Wenn man kann, soll man aufstehen und weitergehen. Und das Glück wartet im Zweifel hinter der nächsten Ecke. Mhm. Wunderbar. Haben Sie einen Kraftort oder Glücksplatz in Wiesbaden oder der Region? In unserer wunderschönen Region gibt es, glaube ich, viele Plätze, wo man Kraft tanken und die Batterien aufladen kann. Ich habe eine besondere Beziehung zum Kloster Eberbach, mhm. weil das ist für mich diese besondere Verbindung der klösterlichen Atmosphäre, mhm. den altehrwürdigen Mauern und dann hat es eine besondere Beziehung zu Wein. Und wenn dann noch ein Konzert beispielsweise des Rheingau Musikfestivals da stattfindet, dann ist das fast schon vollkommenes Glück. Ja, wunderbar, wunderbar. Und am 25.09. haben wir den ersten Wiesbadener Glückstag. Warum sind Sie der Meinung, dass der Glückstag und Wiesbaden zusammenpassen? Warum es einen Glückstag geben sollte? Ja, also wenn Sie noch einen Tag früher gewesen wären, hätte ich gesagt, weil es der Geburtstag meiner Tochter ist. Aber das können wir ja auch noch auf den 25. übertragen. Wiesbaden ist eine wunderschöne Stadt. Ich finde, hier hat man ein sehr schönes, eine sehr gute Atmosphäre, mhm. Um glücklich zu sein. Und man muss einfach die Schönheiten, die Stadt und Region bieten.
die vielfältigen Möglichkeiten, die das Leben hier bietet, die muss man einfach für sich nutzen. Mhm. Und vielleicht auch mal wieder erneut wahrnehmen, dass neben all den Schattenseiten auch unheimlich viel positive Dinge in Wiesbaden und in der Region sind. Das haben ist ein bisschen Sie, das, was ich mit dem Spruch meinte. Ja. Also klar, wenn man sich bemüht, sich immer nur auf die Schattenseiten zu konzentrieren, man findet immer irgendwas auszusetzen. Ja, ja. Man kann aber die Perspektive genau auch andersherum wählen und dann sieht man ganz, ganz viele Dinge, die einen glücklich machen können. Mhm. Haben Sie noch ein Glückszitat, Gebet, Lied? Ich bin versucht zu sagen, das Glück liegt im Schnurren einer Katze. Ich weiß aber nicht mehr, von wem das Zitat stammt. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Da ich ein großer Liebhaber dieser Tiere bin, auch wenn wir im Moment keine Katzen haben. Aber das ist wirklich etwas sehr Schönes. Sie können so eine vollkommene Ruhe ausstrahlen. Das finde ich ist sehr hilfreich. Ansonsten, ja, ich kann auch viel Kraft aus dem Gebet schöpfen. Und wenn Sie einen Spruch dazu hören wollen, dann vielleicht mit dem Spruch vom Apostel Paulus, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Mhm. Und für dieses Bewusstsein von Gottes Gnade, die eigentlich immer über uns schwebt, ja, das ist auch ein Gedanke, der mir manchmal aufhilft. Ja, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit. Ich habe zwei Geschenke für Sie. Zum einen ist es für Sie und Ihre Lieben, das ist der Habibi, das ist unser Glückstaggeschenk, auch Getränke ohne Alkohol, vielleicht auch mit Ihren Kindern zu trinken. Wunderbar. Und dann haben wir der eine ist schon erwachsen, also der könnte auch mit Alkohol trinken. Und die zweite Flasche ist also einem Herzensmensch oder vielleicht einem Mensch, der es vielleicht gerade besonders nötig hat oder vielleicht als ein Dank oder ein Lob, vielleicht morgen früh in Ihrem großen Büro, einem Teammitglied, einfach eine Freude zu machen, ein Danke. Und diese Flasche ist unterstützt von der Stiftung Gesundheit Stadt Wiesbaden, weil auch die Stiftung ein Anliegen hat, vielleicht Menschen, wo vielleicht gerade mal eine Hilfe oder Unterstützung brauchen, zu unterstützen. Ich denke, auch der Wiesbadener Glückstag ist ein Impuls, dass Menschen vielleicht auch diese Dinge mal wieder in den Vordergrund, ein Danke, ein Lob, eine Umarmung, einfach das, was für mehr Mitmenschlichkeit steht. Und deswegen zwei Geschenke und ich weiß nicht, an wen Sie das geben werden. Es wird auch sicherlich, ich werde darüber nachdenken. Ganz genau. Und das andere ist für Ihre Familie. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich für Ihre Zeit. Herzlich gerne.